Oh, welche Fraktion haben wir denn jetzt? Allianz. Random. Wir gehen auf Random. Und was haben wir bekommen? Dalaran Sorceress. Ein Level plus für Arcane Shield und die Mages sind replaced worden mit den Dalaran. Orb of Fire, Dispel Magic. Okay. Anti-Buff-Typ. Beginnerfraktion. Okay, ich bin gespannt. Bin gespannt. Die letzte Runde lief ganz gut. Ich habe es ein bisschen verkackt, aber das passiert manchmal. Er hat die Slasher. Mir sagen die ganzen Fraktionen halt leider noch gar nichts und die Einheiten. Hier sieht es aus, als wenn wir gewinnen. Das ist, glaube ich, die Fraktion, die ich gespielt habe, die trollen kann. Hier sieht es so aus, als wenn wir verlieren würden. Heißt, wir upgraden hier. Ich werde die Seiten als erstes upgraden. Und dann gucken wir mal, ob wir in die Mitte gehen. Was für welche haben wir jetzt hier drin? Wir haben die Footmans, die Archer, unsere Dalaran und Knights. Oh, ist das dieselbe Fraktion, die ich in der letzten Runde gespielt habe? Mit den Knights, die so stark war? Die echt nicht schlecht war? Sieht zumindest so aus. Das wirkt ein wenig so. Hat er jetzt auch schon geupgradet, ey? I can't tell. Jetzt nehmen wir die ersten Gebäude ein. Mehr Damage für unsere Einheiten und mehr Gold. Als nächstes werden wir die rechte Seite und dann vielleicht. Oh krass, die Mitte gewinnen wir auch. Das ist gut für uns. Ich werde mal nach und nach alles upgraden und gucken, wie das dann läuft. Weil ich immer noch versuche, so eine Strategie herauszufinden, wie es am besten funktioniert. Wie funktioniert es am besten? Reduzierung der Armor vom Target. Okay, auch nicht schlecht. Es kann sogar sein, dass er den spielt, den ich gespielt habe, dass wenn er Gebäude verliert, er Schaden auf andere macht. Hier sieht es okay aus. Wir sollten upgraden. Zwei mehr Armor für Helden. Mehr Damage und Gold. Okay, Portale hat er. Ich meine, wir haben ein bisschen Schaden gemacht, aber es sieht so aus, wenn er Repair gedrückt hat. Oder es hat einfach nur regeneriert. Dann ist die Frage, wollen wir die Seiten halten für mehr Gold oder wollen wir upgraden in der Mitte? Okay, er hat in der Mitte geupgradet. Das hat er jetzt auch geupgradet. Vielleicht geben wir unseren Einheiten ein wenig mehr Armor und Damage. Wir sollten definitiv das Holy Light machen. Weil ich glaube, danach kommt das mit dem Beschwören. Ich darf auch nicht vernachlässigen, dass ich die Tower upgrade von mir. Okay, er hat jetzt auch hochgezogen. Machen die. Okay, die machen Flächenschaden. Sehe ich das richtig? Okay, er wird von mehreren Seiten schon angegriffen und gepusht. Nicht gut für ihn. Ich hoffe, dass das nicht wieder so kommt, dass von beiden Seiten Armeen kommen. Das wäre ziemlich uncool. Wir upgraden die Mitte dann, denke ich. Ich könnte mir vorstellen, dass wir ganz gut fahren gegen ihn. Oder wir pushen die Seiten komplett ein. Vielleicht beim nächsten Mal. Versuch mal, das gleichmäßig zu machen diesmal. Immer mal wieder Upgrades kaufen.
Bisher sind wir ganz schön im Lead, aber das kann sich so schnell ändern. Und jetzt haben wir das Problem, dass beide Seiten reinpushen. Ich hoffe, das balanciert sich ein bisschen aus. Ist es vielleicht sinnvoll zu heilen? Na, komm, einmal noch Armor. Die Seite pusht auf jeden Fall schneller als die hier. So können wir das versetzt halten. Ich hoffe, unser Upgrade wird bis dahin fertig. Okay, das sind ziemlich viele. Blödes Timing, aber nicht so schlimm. Das Research haben wir. Upgraden wir vorher noch eine Stufe oder upgraden wir die Mitte für Helden? Ich glaube, es wäre sinnvoll, einen Helden in die Mitte zu schicken. Gucken, wie viel uns das hilft hier. Der kostet 50. Ich hätte vielleicht noch warten sollen, bis die anderen kommen. Ich glaube, das verkacke ich deswegen immer. Mich würde interessieren, was er da hat. Hier pushen wir wieder zurück, das ist gut. Ich sollte echt anfangen, mir die Tower anzuklicken, damit ich angreifen kann. Greifen die auch an die Dinger? Okay, wir pushen die Seite. Wir upgraden die Mitte danach. Ich glaube, der hat die gleiche Fraktion wie ich, der Camo. Nee, Camo. Okay, das sieht nicht gut aus für ihn hier. Das sieht gar nicht gut aus, aber ich glaube, der wird von allen Seiten belagert. Gehen wir nochmal ein Upgrade oder... Na komm, wir warten. Ein Helden in die Mitte senden wäre ziemlich nice. Wir könnten auch Masonry machen, das gibt uns mehr Einkommen, aber wir machen das Castle Upgrade. Okay, die haben sogar schon 11 Armor, aber das sind Heavy Kavallerie, das sind andere. Zealots. Na, solche Einheiten habe ich nicht. Okay, machen wir das Upgrade und dann mal schauen. Die Seite pusht jetzt wieder raus. Wollen wir irgendwas von hier haben? Vielleicht mehr Armor. Immer mehr Armor. So richtig schön tanky machen. Footman, die Archer. Oder wir geben uns eine extra Unit in jeder Wave. Fuck it. Eine extra Unit in jeder Wave und die Armor für alle. Okay, er hat einen Helden gesendet. Ich würde sagen, wir senden den Grand Magus raus. Aber vorher werden wir noch das Upgrade hier anschmeißen. Denn die dauern alle ziemlich lange. Okay, er hat noch auf Stufe 2. Sind die Infernal seine normalen Einheiten auf Stufe 2? Oder ist das von einem Helden? Oder der hat eine Stufe 3 irgendwo. Ja. Schwer zu sagen. Sind die Forschungen, die stehen gut.
könnten noch Minus Armor geben oder ein Tower Upgrade. Das Tower Upgrade schaffen wir nicht mehr. Das sieht sehr uncool aus. Vielleicht sollten wir hier upgraden zum Gegenpushen. Ich warte noch. Dann entscheide ich mich. Die Infernals reißen, glaube ich, das meiste gerade auf der Seite. Heißt, wir müssen zwei Lanes verteidigen. Okay, das war nice. Vielleicht setzen wir nochmal zwei Ritter hin. 1500. Oder wir pushen hier auf Maximum. Die sind auf jeden Fall jetzt geupgradet auf Stufe 3. Ja, okay, das passt schon. Vielleicht upgrade ich auf Stufe 4. Mal gucken. Gucken wir mal. Hätte auf jeden Fall ein Upgrade kaufen sollen, aber wir sparen unser Gold mal. Das sieht nicht gut aus, sie halten echt verdammt viel aus. Hier sieht's okay aus, die pushen raus. Wir brauchen mehr Gold. Wir können ein paar Einheiten stellen. Stellen wir nochmal einen Katapult. Dann sollten wir das, glaube ich, verteidigen. Dann können wir noch die Armor gleich upgraden. Ja, das pushen wir zurück, das passt. Er ist schon Level 10, das ist echt uncool. Der lebt viel zu lange dort in der Mitte. Viel zu lange. Wir hätten schon längst einen Helden raussenden sollen zum Leveln. Aber ich glaube, damit haben wir es ein bisschen unter Kontrolle. Armor Upgrade ist auch gleich raus. Ach so, meine Aura muss ich auch mal wählen. Wir machen mehr Damage für die Einheiten. Senden wir noch einen Helden mit. Und gucken mal, wie der sich schlägt in der Mitte. Das ist halt auch noch was ich lernen muss, damit ich weiß, welcher Held ist gegen wem gut. Das ist noch so das nächste Ding. Er soll im Endeffekt nur leveln. Er muss den gar nicht mal töten, den Helden. Den anderen. Wir werden nochmal ein Armor-Upgrade rauspumpen. Ich glaube, wenn er auf uns zukommt, macht er uns platt. Ja, das wird, glaube ich, passieren. Ärgerlich. Light Magic müssen wir auch unbedingt upgraden. Ich hänge so hinterher. Er hat Stufe 2 noch. Er hat da jetzt mit Stufe 4 zu kämpfen. Ich sollte das mal auf eine Taste legen. Stufe 2. Wir sollten vielleicht Masonry auch machen. Stufe 3, Stufe 2.
Und dann anfangen, unsere Upgrades zu holen. Ja, okay, da hat er gegen einen Held gesetzt, das ist klar. Das müsste, glaube ich, ein Nuker sein, ne? Cool, dass er immer noch lebt. Hätten wir ihn hier jetzt gehabt, wäre das besser. Aber das sieht gut aus. Wir machen den platt. Komm, mach den tot. Please. Das wäre so stark. Nee. Wenn sie wenigstens das rausnehmen, den Infernal, wäre das geil. Wenigstens den Infernal. Unser Held levelt und macht Cash. Hier brauchen wir auf jeden Fall einen Helden, denke ich mal, um das zu verteidigen. Boah, das wäre richtig gut, wenn wir das noch hinkriegen würden. Den Blizzard, damit könnte ich die Waves besser kontrollieren. Vielleicht sollten wir ein bisschen Cash an die Seite legen. Weil ich kann nicht widerstehen. Upgraden. Kirin Tor Apprentice. Wer ist Kirin Tor Apprentice? Hier ist das. Okay. Okay. Wem senden wir denn als Counter? Den Fighter? Der ist bei mir immer so schnell gestorben. Oder nehmen wir den Paladin? Ich meine, der sammelt. Vielleicht klappt das. Wenn er einen Helden killt, heilt er. Okay. Mein Held ist gestorben oder juckelt der hier noch rum? Da ist er noch. Okay, der levelt noch. Okay, wir haben zwei Waves. Das ist sogar vom Timing her richtig beschissen. Richtig beschissen. Die sind vom Timing auch nicht so geil. Weiß nicht, ob das gut war. Ich hoffe, das war besser, als ich sonst spiele. Hier sieht es noch gut aus. Oh mein Gott, der verreckt schon. Weiß echt nicht, was ich falsch mache mit dem Helden. Er hat keine Chance gegen ihn. Der ist... Fast hat er ihn gekillt. Egal, wir kriegen ihn tot. Gehe ich von aus. War zwar ziemlich uncool. Die Seite brauchen wir noch nicht upgraden. Oh nein, der hat es überlebt. Nicht gut. Ich würde es nicht noch einen Helden setzen wollen. Forschen wir mal ein paar Sachen noch nebenbei. Komm, killt ihn. Nice. Okay, hier rückt langsam eine Armee vor. Uncool. Kommt die durch?
Ich habe diesmal nicht meine Ulti verschwendet. Hab zwar ein bisschen Gold eingesetzt. Aber das sollte nicht so dramatisch sein. Okay, wir haben kein Gold mehr. Wir sollten den Spell unbedingt nehmen. Wir brauchen Blizzard. Ich hänge auf jeden Fall mittlerweile ziemlich hinterher. Wahrscheinlich liegt es auch an den Forschungen. Ja, wir upgraden die Sachen erstmal. Obwohl, das brauche ich nicht unbedingt gerade. Das ist so eine Sache, die ich schon im letzten Video sage. Ich verstehe nicht, warum die zurückgehen. Hier sieht's gut aus. Ich denke mal, hier wird er wahrscheinlich auf Level 3 oder 4 schon sein. Nice. Oh, da kam ein Level 11, fällt. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wenn die hinten stehen bleiben könnten und healen, wäre das ziemlich nice. Oh, komm schon. Oh shit, machen wir... Okay, das sind Illusions, ich wollte gerade sagen. Mein Held wird hier sterben. Da kann ich auch nichts dran ändern. Ärgerlich, dass ich jetzt meine ganzen Helden verliere. Aber angreifen kann ich ihn auch noch nicht. Aber ich habe den auch nicht gesehen, dass er kommt. Er hat hier noch Stufe 2. Wir haben unseren Eiszauber jetzt endlich. Vielleicht muss ich einen Helden wiederholen. Fuck, ey. So war nicht der Plan. Ich verstehe auch nicht, wie pullen die den denn? Greift den an, aber pullen tut ja keiner was. Oder muss man Einheiten angreifen? Es sind einfach zu viele Helden, die rausgepulvert werden. Okay, wir haben Cash bekommen. Das ist okay so. Invulnerability für meine Mages oder mehr Damage. Ich glaube, ich gehe auf Armor-Verringerung. Die Sachen sind beide fertig. Das ist aber nicht der, der uns eben platt gemacht hat, ne? Der Held. Okay, der pusht hier komplett wieder rein. Wir sind nicht mal bis hier vorne, glaube ich, gekommen. Und hier kommt ein Held. Das sieht echt nicht gut aus. Ist noch am Researchen. Du musst uns ein bisschen Cash machen, aber flott. Flott, flott. Wir haben keine Zeit. Ich wollte den Spell nicht eigentlich verschwenden. Eventuell müssen wir was tun. Okay, die Wave wird auf jeden Fall nicht hier vorne fighten. Was machen wir mit denen? Ja, mach ganz viel von den Blizzard-Kram und dann bin ich happy.
Okay, das passt so. Vorerst. Wie funktioniert das Pullen, dass der reingepullt wird? Okay, die greifen meine Dinger an. Könnt ihr mal meine Gebäude aufhören anzugreifen? Holy shit, der ist ja fast tot. Was killt den denn so heftig? Holy shit. Ich glaube, irgendwas verstehe ich nicht so ganz. Okay, unser Held lebt hier immer noch. Das ist sehr gut. Also irgendwas verpasse ich hier wohl, habe ich das Gefühl. Wir müssen das unbedingt upgraden. Nur warum er schon wieder fast instant tot war? Machen denn seine Einheiten irgendwie... Stimmt, Flächendamage. Er hält übelst viel aus. Danach erforschen wir nochmal die Gebäudeverteidigung. Ich glaube, das kann ich echt benötigen. 6 Helden gekauft, 3 gekillt. Das ist okay, aber wir haben viel zu viele Instant verloren. Holy shit, Stufe 3, ne? Ja, Stufe 3, er hat gespart. Jetzt sendet er mir einen Riesen-Inferno. Where's Xerox? Ich glaube, das wird nicht gut für uns. Ich glaube, wir haben ein Problem, wenn der Top kommt. Der scheint ultra stark zu sein. Oh nein, mein Held stirbt. Kill noch wem. Ich habe das Gefühl, wenn der jetzt hier Top kommt, sind wir Matschepampe. Dann sind wir raus. Der macht ja ultra viel Schaden. Wie viel macht mein Held an Damage? 74. Der macht 640. Holy shit. So schnell kann ich gar nicht upgraden. Hier haben wir noch den Luschenhelden, der immer instant stirbt. Schaffen wir noch ein Tower Upgrade? Oder allgemein ein Upgrade? Na, ich save my money. Die Fähigkeit mit dem Volcano ist so hardcore. Ich muss echt mal sehen, wie man die hier spielt normalerweise, damit ich damit besser vertraut bin. Fuck ey, ich glaube, ich muss 2 Helden wasten dafür. Ich weiß nicht, wie ich ihn rausnehme. Sag ich ganz ehrlich, weiß ich nicht. Und hier pusht er auch, weil ich hier nicht geupgradet habe. Holy fuck. Kann er aufhören, mein Gebäude anzugreifen?
Nee, das ist raus. Komme ich nicht gegen an. Der hat so viel HP. Ich hänge auch mit meinen Forschungen extrem hinterher, sehe ich gerade. Junge, der basht einfach alles platt. Fuck you. Da kann ich nichts machen. Komm, kill ihn. Oh mein Gott. Oh mein Gott, hat er viel Gold gegeben. Holy shit. Aber ich werde von allen Seiten gepusht. Keine Chance. Jetzt hätte ich den Spell haben müssen, aber na, das bringt mir auch nichts. Fuck. Fuck you. Komm, ultimative Waffe noch. Schaffen wir es noch? Ich glaube nicht, aber... Na, das ist durch. Sad. Ich habe schon in der letzten Runde mit denen so Probleme gehabt, weil ich nicht weiß, ab wann man die Helden stellt. Er hier ist echt gut, aber der ist vorhin auf der Lane ja instant geploppt und ich habe nicht nebenbei dazugeguckt, warum. Er hier scheint sehr tanky zu sein. Anduin. Aber der Inferno, wie hieß der? Xerox ist einfach heftig, zu stark. Okay, und er hat hier einen Soul. Ich weiß nicht mal, wie der heißt. Grün ist auch schon raus. Okay. Stufe 3. Und die Mitte auf Stufe 4. Ist der Soul, der für 2750 der hält? Ich glaube, ne? Von der Fraktion. Ja, das sollte aber locker schaffen. Damage. Alter Falter. Da ist halt die Frage herauszufinden, muss ich schneller auf Forschung gehen oder... Weil ich finde, den Anfang habe ich bisher mal besser gespielt als sonst. Vorher habe ich immer meine ganzen Spells verschwendet. Immer mehr Helden gammeln hier noch rum, aber bringt dann halt auch nichts, ne? Weil Spawn tut nichts mehr von uns. Das sind unsere letzten Units. Aber schon witzig, wie die das noch aufhalten. Aber jetzt kommt Xerox und dann ist Feierabend. Die haben aber keine Items. Ich hatte einen Gegner mal, der hat Items gehabt, denn seine Helden waren so unfassbar stark. Konnte ich gar nicht platt machen. Okay. Wir verzögern das Ganze. Junge, wie schnell er den platt macht. Der macht ja pro Schlag irgendwie 600 Schaden auf ihn. Heftig. Egal, gucken wir mal. Schafft das? Schafft das Rot einzupuschen? Der Xerox kommt von oben gelaufen und er hat die Ding beschwört. Dass der sich hier aber noch hält, ey.
Wie machen die das denn jetzt, damit die das surviven? Ohne dass die Barracks angegriffen werden. Weil irgendwer werden. So, irgendwann werden die angegriffen. Okay, blau ist wieder nach oben gelatscht, weil grün da rauskommt. Oh, der hat seine Gebäude. Nee, doch nicht. Doch, die sind Invis, oder? Ja, Camouflage. Auch nicht schlecht. Ist die Frage, hat er hier noch Gebäude oder sind die schon Schrott? Er hat es geschafft, sich zu verteidigen, aber schafft er es gegen sich. Also sich zu verteidigen gegen Xerox. Schon 700 Damage hat der. Wie viel macht er hier? 670. Level 13 gegen Level 16. Okay, der hat doch noch mehr. Okay, die machen wohl alle so viel Schaden. Vielleicht hätte ich ihn echt nur mit meinen Superhelden kontern können. Aber so schnell hätte ich die Zitadelle nicht upgraden können. Das wäre das Ding gewesen. Krass, ja, der macht den Platz. Der macht den Platz. Gul'dan. Ziemlich langes Match auf jeden Fall. Oh, oh, oh. Sollte easy peasy surviven. Ja, krass, hat den fast verloren. Den Super Mac. Ich muss mir echt im Replay angucken, warum ich meinen Helden oben so schnell verloren habe. Was das Problem war. Okay. Wenn er jetzt nichts verliert, dann weiß ich auch nicht. Hat er es echt geschafft, die Barracks zu verteidigen? Holy shit, ey. Wie machen die das? Wie zum Teufel kriegen die das hin? Für mich hat es nicht funktioniert, ich konnte nicht pullen, den Helden. Target und Untarget. Mit Stopp drücken oder wem anders antargeten, ist die Frage. Ja krass ey, hat sich da echt verteidigt. Hat eine Baracke verloren. Aber für den Angriff, Hut ab. Respekt. Er sollte sich locker verteidigen können. Locker. Und ich dachte, grün wäre schon raus.
Oh, wo schickt ihr denn? Mini Smite on Tinker. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht mal, wie man Smite nutzt. Ob, ist bestimmt ein Zauber, ne? Gaslo. Oh. Renault Morgraine. Okay. Oder soll das heißen Renault? Renault. Wahrscheinlich Renault. Komm schon, verliert was. Ja, das wird er verteidigen können. Easy peasy. Er verteidigt hier oben auch noch. Ultimate Weapon. Das sind auch so Spells, die würde ich so gerne mal sehen. Wie man die nutzt. Ob er die targeten kann oder ob das alles Mögliche angreift. Grün hat auch eine Ultimate Weapon gefeiert. Okay. Machen die Rot jetzt platt? Eine Spider beschworen. Hat man durch die Camo keine Chance, ihn mit der Ultimate Weapon zu zerstören, weil man ihn nicht sieht, ne? Aber warum wird es dann sichtbar? Wahrscheinlich, weil Spells nutzt? Ich habe echt keinen Schimmer. Das ist zu viel für mich. Soweit bin ich noch nie ins Late Game gekommen. Noch nicht einmal. Too much. Die wieder verschwinden. Ah, das sieht nicht gut aus. Aber hey, er hat ja einen Helden. Die Frage ist, wie lange geht das Match noch? Betteln die sich jetzt noch eine Stunde oder? Das ist halt echt das Ding. Er kann auf jeden Fall seine Ultimate Weapon nochmal ziehen. Die hat er hier zu stellen. Wenn er Cash hat. Was läuft unten auf ihn zu? Okay, er läuft auf ihn zu. Oh, er hat keine Baracken mehr hier. Oh, das sieht nicht gut aus für Rot. Ach, die haben ja Ultimate Weapon genommen und die weggeballert. Okay, der hat Gaslow geholt. Aber wie schlägt er sich?
Wird Grün endlich eine Baracke verlieren? Ich habe das Gefühl, wird er nicht. Aber Blau bekommt immer, Rot bekommt immer mehr Damage von Blau. Bisher echt das beste Game, würde ich sagen, mit den Elfen, wenn das die waren. Mit denen, die ich jetzt gerade gespielt habe, nicht so gut. Sein Held hat ihn einfach mal easy platt gemacht. Ich glaube, da kommt auch viel dazu, dass man wissen muss, was für ein Helden denn. Also setzt man dann, um zu verteidigen, ne? You got an easy game, sagt er. Okay. Komm schon, zerstört das Ding. Please. Macht endlich genug Damage. Was läuft auf ihn da oben zu? Xerox, ja. Countert er den jetzt auch mit seinem Ultimate Held oder nimmt er den normalen? Er hat einen auf dem Feld, heißt er kann auf jeden Fall zwei normale stellen. Oder hat er hier noch einen auf dem Feld in der Mitte? Nee. Okay, er stellt zwei. Er stellt sein Ultimate-Held. 300 Schaden gegen 700... 809... Ne, was sind das? 789 Damage. So, sorry. Mathe. War mal meine Stärke. Dass ich die 11. Klasse besucht habe und einen Taschenrechner nutzen durfte. Dann habe ich aufgehört mit Kopfrechnen. Okay, Rot hat ein Problem. Wie schafft er das, dass er wegläuft? Ist das eine Fähigkeit von ihm, ey? Oh, so close. So close. Der survived doch noch. Aber jetzt wird es fallen, oder? Oh. Das sieht nicht gut aus. Tja. Das hat so knapp überlebt, ey. Grün ist echt am Rocken. Okay, Blau hat gefeuert. Ich glaube, Blau hat auf die Baracken gefeuert, ne?
Er hat sie immer noch nicht verloren. Heftig. Die ist immer noch am Leben, die Baracke. Das ist auch noch eine Sache, wie ich mal angucken muss, weil die schießen Ultimate Weapons und Smites und... Ich hab keinen Schimmer, wo es ist. Okay, überlebt er immer noch? Grün hat einfach so dominiert und hat immer noch alle seine Baracken. Ist es halt krass, dass der mit 200 Leben da überlebt hat, Alter. 200 Leben. Yep, das wird schwer zu verteidigen. Das ist halt das Ding, wenn man dann die Baracken verliert oder die Armory und dann eine riesen Armee kommt, dann das Einzige, was man machen kann, ist Wave spawnen. Glück haben, dass sie rüberzieht, einen Helden setzen oder die ultimative Fähigkeit machen. Ja, er hat die ganze Zeit Helden ja gesandt und das Problem ist, wenn er so wenig Armories hat, ne? Was willst du da noch senden? Blau verteidigt sich noch. Ist die Frage, wie lange? Okay. Das stimmt wohl. Ich habe wirklich sehr früh hier geupgradet. Aber er hat doch gut verteidigt. Nicht gedacht, dass das Leute so unter Druck setzt. Das finde ich bescheuert, dass Leute, ich meine, keine Ahnung. Ich würde es nicht unbedingt sagen, dass man prinzipiell sagt, oh hier, du kannst deine Baracken nicht hochleveln. Wenn man mit der Taktik fahren kann und die vielleicht mal funktioniert, warum nicht? Es gibt ja keine, vielleicht, klar, es gibt in jedem Game eine Meta, die man spielen kann, aber man muss nicht immer die Meta spielen. Deswegen finde ich das blöd, wenn Leute dann reinschreiben, ja, du musst anders spielen. T4 ist völlig falsch. Du spielst das Game falsch. Nö, ich habe die Möglichkeit, also upgrade ich. Und wie lernt man am besten ein Game? Okay. Ich habe die meisten Einheiten gekauft. Oder besser, man kriegt den Bonus, weil man die wenigsten kauft. Sorry, die wenigsten. Das ist blöd, dass man das bekommt eigentlich, weiß ich nicht. Aber gut, das ist halt, ne, weil ich zu früh gestorben bin. So schlecht sah es in den ersten 10 Minuten gar nicht aus durch das Upgraden.
Später bin ich dann ziemlich nach hinten gefallen. Da weiß ich nicht mal, ob in den 20 Minuten überhaupt... Hatte ich da Baracken schon weg? Ist halt die Frage, ich müsste mir im Replay angucken, was er hier gemacht hat, dass er so viel Cash bekommen hat. In der Zeit schon. Der hat seinen Cash ja fast gedoppelt. Das ist richtig krass. Wahrscheinlich durch die Mitte auch. Nun gut. Ich wollte das Match eigentlich gar nicht so lange zu Ende gucken. Es hat mich doch noch interessiert, wer gewinnt. Ich sag, schönen Dank fürs Zuschauen. Sad, dass ich so früh rausgeflogen bin. Und sad, dass Leute sagen, du musst einen bestimmten Weg spielen, um das Spiel zu gewinnen. Denn, nö, muss man nicht. Man kann ja auch einfach ein bisschen Spaß haben. Und wenn man verliert, dann who cares? Und wenn er dann Probleme bekommt und dadurch nicht gewinnen kann, who cares? Vielleicht hätte er anders spielen müssen. Hätte T4 upgraden müssen und dann countern können. Keine Ahnung. Hätte, ne? Ich wünsche euch was und bis dann.